Hallihallo, ihr Lieben. Heute bin ich endlich wieder für euch da. Ich habe es endlich wieder geschafft, live zu gehen, dass ich mit euch zusammen die schlimmsten Quests der ganzen Welt starten kann. Es tut mir auch unendlich leid, dass ich jetzt 2 Tage nicht da war, aber mir ging es echt nicht gut und ich war so genervt von allem und so gestresst, das wollte ich euch nicht antun, wirklich nicht. Deswegen starten wir doch gleich mal und quatschen hier mit den ganzen Leuten aus der Stadt. Und werden mal gucken, was die von uns wollen. Okay, also. Das wird wieder eine Tötungsquest. Ach so, wie ihr sehen könnt, ich habe bereits Rang 4 erreicht. Ich habe im Offstream noch weitergespielt und habe versucht, noch den Rang zu erreichen. Und ich war tatsächlich die letzten 2 Tage gar nicht auf der PlayStation online. Also ich habe nicht mal Offstream gespielt, tatsächlich. Ja, deswegen, wie gesagt, heute bin ich wieder für euch da. Lucifer hat leider keine Zeit. Der ist heute arbeitstechnisch verhindert. Der ist am Tätowieren, der hat einen Tattoo-Kunden. Und deswegen kann der heute leider nicht mit dabei sein. Aber, ja, ich denke, das kriegen wir auch so ganz gut hin. Und da ich ja so ganz liebe Follower habe, die immer mal wieder gerne fragen, ob sie mit dazukommen dürfen, machen wir das schon. So. Ah, das wurde auch Zeit. Ich wollte jetzt nicht mit dem Hund quatschen, aber okay. So, schließen. Das ist schön, dass du mir hier so Zeug schenkst, wo ich keinen Plan von habe. Können wir gerne so machen. Okay, wir müssen dich fotografieren. Hallo. Brav gemacht. So, jetzt müssen wir mal sehen. Wer wollte das von mir? Keine Ahnung, ich gehe gleich gucken. Gut. Der Tarnwuff. Kauzkleidung. Könnten wir uns ja mal angucken. Aber nicht jetzt. Was machen wir dann? Jetzt will die schon wieder was von mir. Jetzt hat die mir gerade schon eine Quest gegeben. Und die quatscht mich schon wieder zu. Oh, die mit ihren blöden Kuluyako. Ich kann die Viecher nicht leiden. Ah, na gut, okay. Bleibt sich bloß die Frage, machen wir die Dorfquests erst wieder oder machen wir gleich weiter? Ah, schaut mal, ich kann meine Rüstung ändern. Das ist ja cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was? Farbe, Dekor, Rüstung. Ach so, da kann ich die Farbe von dem Zeug ändern, was ich da mal anziehen kann. Okay, also, mal kurz gucken, was die Nebenquests sind. Da muss ich in die Lava-Höhle und hier muss ich die 2 Gargwa-Eier liefern. Gut. Kriegen wir hin. Ausrüstung. Was wollen die jetzt schon wieder? Ach so, wegen der Rüstungsfarbe. Da wird das nochmal erklärt. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Die Apex-Randale habe ich erfolgreich mit Hilfe 2er, 3er Mitspieler geschafft. Gut, das habe ich auch. Große Monster. So, gut. Dann haben wir das auch. Das ist das Posen-Set. Das brauche ich jetzt nicht. Das sind meine Verbindungen. Meine Monster- oder Jägerverbindungen. Brauche ich jetzt gerade auch nicht. Durchs Dorf bewegen. Okay, wer will jetzt was von mir? Die, was ihr im Hintergrund hört, das sind meine Ziehmama und mein Ziehpapa. Nicht wundern, die sind gerade zu Besuch. So. Der hat mich schon wieder mit irgendwelchen Quatsch vollgelabert. Immer noch? Ach so, Stahlwerk. Hä, wer will denn hier was von mir? Du schon wieder.
Hier wird nie auf den Sack. Ja, ja, ja. Drachenit-Erz. Okay, wo kriege ich das verdammte Drachenit-Erz jetzt wieder her? Ah, immer der gleiche Mist. So, durch das Dorf bewegen. Schon wieder Stahlwerk? Hä? Was denn jetzt noch? Ach, der Typ da hinten will auch noch was von mir? Mal sehen. Wesen ruhig hier umgehen lassen, kein Weg dran vorbeiführt, müssen Infos über die Viecher auslassen, sondern bist du dabei, keine Sicherheitsversorgung, bla bla bla. 30 verschiedene Arten. Na, wie gut, dass ich das gleich schon erledigt habe. Und ich krieg einen großen Seilkäfer. 8. Lol. Schick. Gut, dann gehen wir doch mal weiter gucken. Wer möchte noch was von mir? Body Plaza. Okay, gehen wir da auch noch hin. Ey, das Schiff sieht immer noch cool aus, stelle ich jetzt mal so fest. Das ist toll. Sieht doch alles viel schöner aus als beim letzten Mal. Was so ein High Rank alles ausmacht. Uha. Wir wollen gleich 3 Leute was von mir. Danke, dass du immer die Buddies mit auf Jagd nimmst. Ja, das Spiel, das kenne ich ja schon. Kommst gerade recht. Angehört werden möchten nur unbedingt helfen und haben, glaube ich, hart trainiert. Geholfen sind echt stark. Sie lernt ja bestimmte Zeit eine große Hilfe. Hier müssen sie nur unruhig. Warum musst du nicht mal einen mit auf die Jagd? Was? Die quatschen mich hier zu mit irgendwelchen Gelumpe. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Wir haben die Drachen, der uns da hier verbessert, sodass wir nun ein weiteres Gebiet im Blick behalten können. Okay, dann habe ich jetzt 2 frei. Gar nicht schlecht. So. Dich erwartet neuer Glanz. Sehr cool. Hm. Gut. Auch fertig zugequatscht. Gehen wir nochmal weiter gucken, wer noch was von mir möchte. Städteneingang und Vorbereitungsgebiet. Schon wieder. Ja. So, und was noch? Nee, halt. Vorbereitungsgebiet, okay. Schon wieder der Schmied. Haben wir es jetzt alles? Ja, Gott sei Dank. Und ich habe 12 neue Nebenquests, aber die habe ich ja schon erledigt. Irgendwie kapiere ich das gerade nicht, was das jetzt hier mit der Jägerverbindung soll. Uha. Ich wurde Rolf mal eingeladen. Kanima? Das ist ein Kumpel von mir? Ach so, oh lol. Oh Mann, ich hab doch gesagt, ich will nicht in 100 Jägerverbindungen. Eine reicht mir doch voll und ganz. Höchstens 2. Die habe ich schon. Ja, das weiß ich alles. Nein. Zifix. Dekoration. 12 Millionen Juwelen. Okay, cool. Bring mir aber rein gar nichts. So, jetzt müssen wir mal kurz die Insekten abstottern. Habe fertig. So. Und jetzt gehen wir mal hier unten mit der Tanne quatschen und dann passt das. So, was hast du für mich für Quests? Lockender Schlummer, das ist Sonderkant. Kos Harak. Tobi Kadachi. Erjage ein Anjanat. Das sind alles mästige Viecher, stelle ich fest. Diablos definitiv nicht alleine und T-Krex auch nicht.
Dann kann ich mir nämlich gleich mit Grabschaufeln gehen. So. Wir können ja auch mal gucken, was bei den High-Quest-Highlights frei ist. Groß Izuki mit, keine Ahnung, Sterne. Azuros und Koloyaku, zwei Cross Buggy, Agnosam, Titranodon, Lagombi, oh nein, Kiesu, ernsthaft? Izuki oder Buggy? Okay, das kriegen wir hin. Das ist nochmal Koloyaku. Agnosam. Alle Zielmonster, das dürfte der Groß Izuki und der Titranodon sein, glaube ich. Lagombi und Kesu, Groß Buggy und Groß Froggy, das ist nur Groß Froggy. Yagras und Bulfango, das ist auch einfach. Und da soll ich nochmal Azuros fangen. Dann tue ich glaube erstmal damit anfangen. So. Ausrüstung ändern. Sehr gut. Und ich habe mal wieder keine Blitzbomben. Weil, ist halt so. Gut. Nee, ich muss zu meinem Haushälter. Ja, das ist schön, dass die fertig sind. Nur so einfach wird das nicht. Denk daran, du bist HR. Ach, das ist ja High Rank. Stimmt. Hallo, danke fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei bist. Scheiße, stimmt. Und da bin ich auch noch nicht fertig, ne? Meine Jäger sind noch nicht fertig. Au, egal. Nein, ich will die doch nicht zurückrufen. Na egal. So, Objektbestellung. Das nehmen wir alles. So. Das und das. Bestätigen. So. Handelsanfragen. Da muss ich erstmal den dritten noch freischalten. Party Dojo ist eigentlich noch eine Trainingsrunde, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Oh, Autobodywahl. Oh, nee. Also. Ist auf jeden Fall dabei. Ja, so Mimi und Blacky müssen jetzt nicht unbedingt dabei sein. Kaori, ich weiß nicht, die sind alle schon Level 14. Normalerweise müsste ich Fluffy, Takeshi und Co. noch reintun ins Training, aber die sind alle auf Tour. Okay, egal. Machen wir halt doch so ein paar schon. So. Bestätigen. Dann können die hier weiter trainieren. Da nicht. Hä, wieso da nicht? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Was denn dann nicht? Herr von und zu, gib mir eine ordentliche Antwort bitte, danke. So, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sowas von drauf gehen, aber passt schon. Nehme ich in Kauf.
kann Blitzbomben herstellen. Sehr cool. Dämonenpulver. Na, was wohl? Dämonenkraft. Wer nicht da ist, kann nicht ins Training gehen. Ja, das stimmt wohl. Aber man hat hier gesehen, dass das irgendwie hier nicht so hinhaut. Die sind immer noch da in diesem, ja, da wo die mit diesen Drachen wegfliegen. Da sind die immer noch drinnen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was, wie ich das jetzt noch veranstalten soll. ich sollte, glaube ich, mal gucken, was ich noch alles herstellen kann. Schockfallen. Wie viele habe ich denn? 42. Okay. Keine Netze. Das ist schlecht. Was haben wir noch? Ich kann nur zwei Tränke herstellen. Dreimal Kräutermedizin. Wenn du die auch im High Rank hast. Ja, das ist wohl wahr. Aber bis dahin, das dauert dann auch noch 100 Jahre, also wird das auch nochmal blöd werden. Nein, so dezent. Okay, wir stellen jetzt trotzdem noch die Fallen der Dingstaster her. So, genau. Ach so, jetzt müsste ich doch eigentlich auch mein Set wieder vollständig haben, oder? Ja, hab ich. Kann ich das Set nicht eigentlich auch umstellen? Ach, Zifix nochmal. Und wo sind jetzt meine Blitzdingstars? Ah, ja. Nicht da. Doch, da sind sie. 5 Stück kann man mitnehmen. Okay. So, Set speichern. So. So, und dann würde ich sagen, wir starten mal durch, oder? Gucken wir mal, wie die sich im High Rank betonen. So lange dauert das nicht mehr. Doch, das dauert voll lange. Nein. Na doch. Ich weiß zwar jetzt nicht, auf was das Nein bezogen ist, aber ich sag einfach mal doch. So, mal sehen. Treten, Objektruhe. So. Okay, wir haben Lagombi, Großizuki und Großbuggy. Das sind unsere drei Großen. Und dann könnte ich eigentlich prinzipiell mal... Ich muss doch darüber, was ist das jetzt für ein Mist hier? Ach nee, warum falle ich da jetzt runter? Ach, das ist doch so ein ekelhaftes Mobbing. Und auf geht's. Ich schlag dich gleich. Und wie ich das kann. Ja, dafür habe ich jetzt noch Zeit. Hey, ich habe einen Blitzkäfer gefunden. Was willst du jetzt von mir? Genau. Ah.
Okay, second, please. Warum zum Teufel halten die so viel aus? Das ist schön, dass es High Rank ist. Das ist voll die Umstellung. So. Ihr seid tot. Liegen bleiben. Danke. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben gerade mal 3 von 20. Oha. Boah. Hallo, wieso haut er ab? Ist der doof? Irgendwie? So? Dezent? Ganz schön? Geh bloß weg. Ob sich das Vieh jetzt gemobbt fühlt? Stimmt. Du, ich kann dir auch hinterher rennen. Das ist kein Problem für mich. Toll, jetzt muss ich mich mit dem Großizuki anlegen, dass ich die Kleinen kaputt machen kann, oder was? Aua! Okay, ich bin so lost im High Rank. Au, au, au! Okay, ich gehe doch lieber woanders hin. Renn doch mal! Und wird das wahrscheinlich mit den anderen Großviechern auch nicht besser aussehen. Na toll, ernsthaft? Warum kommst du mir jetzt hinterhergerannt? Hast du eine Macke oder sowas? Könnt ihr nicht gegeneinander kämpfen? Und mich außen vor lassen? Nein, können sie nicht. So Mist. Okay, also einfach wegrennen. Ich komme da schon irgendwie weg. Oder auch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mein Buddy wechseln, dass ich meinen Hund bei mir habe. Du komm hier schneller weg. Glückswesen. Schön für das Glückswesen. Ich werde jetzt gleich so sterben. Geh mal da hoch. Hi, ich nehme dich mal mit. Au, und ich fall runter. Sehr gut. Ich kann's halt. Kann das Vieh mich jetzt mal in Ruhe lassen oder so? Hat das keine Hobbys? Ich hatte den Großizuki angegriffen. Dann bin ich weggerannt. Also eigentlich habe ich ja nicht den Großen, sondern den Kleinen angegriffen, aber der gehört ja zu dem Großen. Und jetzt habe ich das Problem, dass dieses große Zuckevieh mich bis zu groß Buggy gejagt hat. Dann habe ich gedacht, die kämpfen gegeneinander, aber nein. Dementsprechend durfte ich jetzt vor dem groß Buggy auch noch abhauen. Deswegen bin ich jetzt irgendwo im Nirgendwo auf der Map. Mach den doch mal. Danke. Bleib liegen. Danke. Ach, jetzt muss ich da hoch. Ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr. Okay. Ich schaff das schon. Ja, nicht, wenn ich runterfalle. Hi. Oh. Ups. Ups. Nicht ups. Jetzt komm schon. Streng dich doch mal an, Mädel. Mein Mate-Bonus fehlt.
Kann das Vieh auch liegen bleiben? Nein, kann es nicht. So, bleibst du nicht liegen. Ah, und jetzt wegrennen, oder was? Blödes Vieh. So, das war's für dich. Das ist Krabalit-Erz. Und ich habe Drachenied-Erz. Ich gehe Erzfarben. Das Drachenied-Erz brauche ich nämlich für meine Aufgabe. Hui, das ging aber flott nach unten. Ich war mir eigentlich mal safe sicher, dass das Ding drei Lager hat. Ich weiß aber nicht, wo das dritte Lager ist. Einfach mal aktivieren. So, und wo ist es jetzt? Ach, hier ist es. Komm, put, put. Ja. Ei, jetzt kommen sie gleich alle. Ich wollte doch nur einen von euch haben. Oh. Na los, mach die alle. Dafür hast du die Waffen. Werdet ihr nicht überleben. Das war's für euch. Ihr geht mir auf die Nerven. Hallo. Danke. Aha. 13 von 20. Das ist doch schon mal etwas. So, ich tue erstmal ganz gemütlich was essen. Und jetzt tue ich ganz gemütlich meine Drachen schleifen. Drachen, genau. Tu mal schnell noch die Waffen schleifen. Sehr gut. Ausdauer ist gut. Reizbild. Ah, hier sind die Izugis. Na komm doch her, du Vieh. Na geht doch. Sakura, du sollst auf das Vieh losgehen und nicht auf mich. Toll, jetzt kommt auch noch dieser blöde Käfer. Den brauche ich gerade eigentlich echt nicht auch noch. Oh, geschafft. Banabras oder wie die Scheißviecher heißen, keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das Lager. So. Jetzt darf ich wieder da hochgehen und die Viecher kaputt machen. Ja.
So. Ups. Voll daneben. Jawohl, fehlen nur noch zwei. Mit was auch immer der da unten fighten will, aber ich bin's Gott sei Dank nicht. Hui. Noch nicht, der soll bloß da bleiben, wo er ist, weil sonst bin ich gleich wieder. Kommen. Mission erfüllt. Sehr cool. So, das war's für dich. Dein Kopf gehört mir. Nein, du gibst mir nur deine Haut. Dann halt nicht. So. Sehr cool. Ich habe einfach leuchtende Sachen gekriegt. Izuki Pelz Plus. Der Schwanz vom Izuki. Die Reißzähne. Okay. Mein Paleko hat ganz brav auch noch mitgesammelt. Kabaliterz, das Wichtigste ist eigentlich das Drachenid-Erz. Davon habe ich aber nur eins gekriegt, glaube ich. So. Okay, weiter geht's. Gucken wir uns die nächsten Quests an. Das muss nicht sein. Die heiligen Ruinen, da muss ich gegen zwei Koloyaku kämpfen. Really? Egal. Kann ich nicht irgendwas gegen was Kleines kämpfen? Ja, da kann ich hingehen.
Dann gehen wir halt jetzt mal die nächsten Popos versohlen. So. Kiste plündern. Das Zeug ausräumen aus dem Inventar. Das bin ich wahrscheinlich noch von Haus gewöhnt oder so. Der heutige Stream geht leider nicht so lange, weil ich habe noch einen wichtigen Termin nachher. Ich dachte mir, um euch eine kleine Freude zu machen, komme ich heute trotzdem online. So. Also unser Ziel sind die Wildschweine und noch was anderes. Genau. Ich habe vergessen, was zweite war, was wir haben müssen. Ah, das werden wir sicherlich auch gleich rausfinden. So, das war's dann. Mal sehen, was wir rauskriegen aus dem Tier. Ah, okay. Also je höher man vom Rang her reingeht, umso eher kriegt man bessere Belohnungen. Das ist doch nicht verkehrt. Also gegen Groß Froggy habe ich nicht vorgehabt zu kämpfen. Echt nicht. Sollte ich vielleicht unbedingt gucken, dass ich. Genau, die Jagras. Die Jagras waren die zweiten, die ich noch jagen muss. Irgendwie. Gehen wir erstmal hier durch und gucken dann mal nach. Hallihallo, Lukas. Na, alles gut bei dir? Mist. Ebenfalls. Bei mir ist es momentan auch ganz schön stressig. Sag nicht. Gestern hatte ich eigentlich auch einen wichtigen Termin gehabt und den Termin durfte ich dann erstmal absagen, weil
Mein Sohn meint so, ja, nö, ich habe halt einfach überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwie nach Hause zu kommen oder so. Und hat dann festgestellt, ja, man kann ja einfach mal irgendwo sonst wohin wandern gehen. Ist dann wieder zurück in der Schule gewesen und ist da einfach, hat da einfach weiter gespielt. Ich bin fertig mit der Welt gewesen, weil ich früh erst wieder gelesen hatte, dass in unserer Ortschaft ein Kind verschwunden ist. Aber das war diesem Kind einfach völlig egal und ja, dann hat der gestern erstmal richtig Ärger bekommen deswegen. Dann habe ich familiär ganz schöne Probleme teilweise und ja, auch so, also ich bin momentan auch eigentlich ja nur schlecht drauf oder überwiegend schlecht drauf. Aber, tja, es gibt halt leider Gottes nicht immer nur gute Phasen. Tja. Ich habe tatsächlich die letzten 2 Tage nicht mal PlayStation gespielt. Ich war nicht mal online. Aber, naja. Wir hoffen einfach, dass es sich irgendwann wieder bessert mit dem. Es wäre wirklich nicht vorteilhaft, wenn das bei Tyler so bleibt, sein Verhalten. Genau, das ist es eben. Ich habe heute auch wieder nicht viel Zeit. Ich bin heute auch bloß bis kurz vor 2:30 ungefähr bin ich da und dann werde ich wohl auch wieder abbrechen bzw. beenden müssen. Na, mal sehen. 8. Obwohl ich manchmal glaube, dass er nicht 8 Jahre alt ist, sondern 8 Tage alt oder so. So wie er sich verhält. Der ist noch schlimmer als unsere ganz Kleinen. Ah, freut mich, dass du heute dabei bist. Das ist schön. Ist ja bei dir mittlerweile auch eine Seltenheit, dass du wirklich Zeit hast, so richtig Zeit hast. Verdammt, ich drück immer versehentlich das Dreieck mit. Dabei will ich ja eigentlich nur Kreis drücken. Ja, das ist richtig so. Aber ich weiß ja, was bei dir los ist. Ach, hast du gesehen? Ich habe mittlerweile den High Rank erreicht. Ach du gute Gott, so gut gleich. Ihr zwei seid wirklich schlimm.
Na ja gut, aber das Verhalten, was sie da an den Tag gelegt hat, ist ja auch nicht so das Beste. Ach so, ja, stimmt, du bist ja eher der Arg-Zocker. Ja. Sie meldet sich ja bei mir auch nicht mehr. Also sie meldet sich nicht bei mir und du meldest dich, obwohl du so viel um die Ohren hast, so ist es gemeint. Ach so, was ich dir gerade erklären wollte. Du hast ja gesehen, dass ich Jäger Rang 3 und so immer relativ schnell vorangekommen bin. Ich bin mittlerweile Jäger Rang 4 und habe somit auch die Hiring-Aufgaben freigeschalten. Und man sieht ja, das ist gar nicht mehr so einfach. Das sind eigentlich die kleinen, die man so mit zwei, drei Schlägen kaputt machen kann. Aber ja, irgendwie so nicht so. Nein, hast du nicht, mach dir keinen Kopf. So war das jetzt nicht gemeint. Jo. Hättest du das Spiel da gehabt, hätte ich gesagt, lass uns doch mal zusammen zocken. Aber gut, ich habe mir auch Gott sei Dank noch ein paar schöne Erlebnisse jetzt gehabt. Trotz dem ganzen Stress zu Hause. Also, den großen. Hab zum Beispiel heute von meinem Ziehpapa die Haare gefärbt bekommen. Sieht richtig, richtig edel aus. Ja, das weiß ich. Dann habe ich von meiner Freundin erfahren, dass sie definitiv safe vorbeikommt. Also meine beste Freundin. Lerne ihren Freund noch kennen. Genau. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich kann voraussichtlich bald. Ja, genau. Und ich kann voraussichtlich vielleicht bald mal mit meinem Schatz in den Urlaub fahren. Wenn das alles klappt, das muss ich mit einer anderen Freundin von mir besprechen. Aber so an sich hat sie gemeint, würde nichts dagegen sprechen. Ja. So ein bisschen telefoniert hatten wir auch schon gehabt. Da hast du schon mitbekommen, dass wir nicht so ganz ohne Finsternis sind. wir haben sogar schon passende Hotels dafür gefunden. Ist im Chat gerade schlecht zu erklären. Wieso hauen die denn jetzt ab? Sind die doof? Genau, kann ich dir nachher nochmal schreiben. Lade, ich habe schon gleich wieder Pause. Zeit vergehen halt auch, oder wie im Flug, ey. Ja, mach nur. Ey, diese blöden Käfer gehen mir gerade so auf die Nerven, ne? Ich will den Jagras haben und die mischen sich ein.
Yay, ich habe wieder Drachenid-Erz. Ich sollte auf Expeditionen gehen. Oh ja, bei meinem Talent habe ich natürlich gleich wieder beide angegriffen. Wie soll es auch sonst sein? Oh, nee. Blöden Bulfango nerven mich gerade. Liegen bleiben. So, es fehlen nur noch zwei Viecher. Dann habe ich es geschafft. Dann ist die Quest erledigt. Sehr, sehr cool. Hi. Dankeschön. Ach, siehst du, ich muss so oder so noch auf Expeditionen gehen. Ich muss ja noch die Garqua-Eier holen. Hab ich voll vergessen jetzt. Bilde ich mir das ein oder ist der kleiner als die anderen? Oh, okay, hier sieht man ihn richtig. Hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten. Oha, meine Schwerter sind im Eimer. Ich muss mir schleifen und ich kann nicht. Doch, jetzt kriege ich es vielleicht hin. Ja, genau, der pennt noch. Sehr gut. Darf bloß meine Katze nicht auf das Schwein losgehen, sonst habe ich gleich die A-Karte. Die allerwertesten Karte. So. Ich werfe jetzt, glaube ich, einfach mal die... Ach du guter Gott, da kommt der Großfroggy. Ja. Ich wusste, dass der mich sieht. Ich wusste es. Ich habe das so geahnt. Ich habe das so gewusst. Oh, ich bin so am Eimer. Ja, genau. Und jetzt sterbe ich kurz, bevor ich die Quest erfüllt habe. Verstehe ich. Nee, kurz nachdem ich die Quest erfüllt habe. So rum. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich sagte, du siehst mich nicht. Ernsthaft, ich muss jetzt 30 Sekunden vor diesem Vieh wegrennen? Okay, 20. Ja, besser als 30. Kommen schon die nächsten Viecher. So, jetzt habe ich es geschafft. Oh Gott, das ist echt die Hölle. Also High Rank ist verdammt schwierig. Hahaha, One-Hit, wenn das so einfach wäre.
Weißt du eigentlich, wie schwierig das ist? Ja, aber wenigstens habe ich diesen Mist jetzt erledigt. Einheimische Wesen. Danke für deine Hilfe. Okay, dann war das die Aufgabe, die ich erledigt hatte. Großer Schurken. Bringt halt nur nichts, ne? So, ihr Lieben, eine Stunde ist rum. Ihr wisst, was das heißt. Raucherpause. Ihr dürft euch gerne die Katzen angucken. Und ich gehe eine rauchen. Bis gleich, ihr Lieben.
So, ihr Lieben, da bin ich wieder, wie versprochen. So. Ich muss nur ganz kurz was einstellen. Eigentlich ganz einfach. Man geht auf die App. Und da bin ich schon. Müssen aber leise machen, weil sonst hört man das im Stream. Wird schön. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Also, was haben wir als nächstes? Drei Viertel. Also, ein paar Minütchen kann ich noch für euch da sein. Dann muss ich leider den Stream beenden. Aber ich kann euch ganz offiziell versprechen, ich bin morgen auf jeden Fall wieder für euch da. So, also, und wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal auf Risiko und machen eine Großaufgabe. Ich werde jetzt bestimmt 100 Mal sterben. Man kann, glaube ich, zwar nur 3 Mal sterben, aber ich sterbe trotzdem 100 Mal. So. Hallihallo! Schön, dass du da bist! So. Und wie weit bist du mit deiner Ark-Schule auf PlayStation? Ja, das habe ich gesehen, aber ich hatte so viel zu tun, ich konnte gar nicht reingucken. Das tat mir voll leid. Ach naja, es geht so. So gut gleich. Also du bist gerade rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wie ich jetzt gleich in 50.000 Teile geteilt werde. Ich bin nämlich mittlerweile schon auf einem High Rank. Nee, ich war die letzten 2 Tage nicht mehr auf der PlayStation online. Ja, ich bin auf einem High Rank, habe ich ja gerade schon gesagt, und diese Gegner sind einfach so mies. Also, wo du normalerweise einmal oder so zuhaust, musst du jetzt hier 50 Mal zuhauen. Und jetzt mache ich gerade den ersten großen Gegner im High Rank. Jupp. Das siehst du, ich habe vergessen, die Videos in YouTube hochzuladen. Oh, das muss ich auch noch machen. Ich hoffe, die sind überhaupt noch so lange drin. So. Da ist unser Gegner. Da vorne. Dieses nette, riesengroße Ekelvieh. Mit der Klinge im Schwanz. Deswegen sagte ich, ich werde jetzt gleich in 12 Teile geteilt. Au, 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 au. Wow, okay. Der hat anscheinend schon von irgendeinem anderen Tier auf das Mündlein gekriegt. Weil der haut hier direkt ab. Instant. Ich bin noch nicht mal richtig rangekommen. Ernsthaft? Jetzt geht der blöde Vogel zu dem Groß Izuki, den ich eigentlich platt machen soll. Was ist das hier?
Oh, das mit dieser Scheiß-Ausdauer geht mir so auf den Nerv. So, und wer ist reitbar? Der große Zuki tatsächlich der, den ich angreifen muss. Gut, gehen wir erstmal Weibern reiten. Instant Kill. Tschüss, hau ab. Keine Zeit für dich jetzt. Ich krieg die Kratze mit dem Vieh, ne? Das kann nicht richtig angreifen. Sehr gut. Der große Zuki holt ab, so ein Mist. Lol, der macht hier gleich alles im Eimer. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ach, für mich ist es positiv, dass die zwei jetzt schon gegeneinander gefightet haben. Dann habe ich nicht mehr so viel Probleme, den zu besiegen. Hallo, nicht abhauen. So haben wir nicht gewettet. Ich habe damit gerechnet, dass ich sterbe und nicht, dass du abhaust. Bark habe ich momentan nicht so Bock. Minecraft. Allerdings, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ja, das PlayStation ist dann doch nochmal was komplett anderes als PC. Deswegen habe ich mir sogar, oder was heißt, ich habe mir den nicht geholt, sondern mein Schatz hat mir nämlich den Controller für den PC geholt. Einfach, dass ich nicht aus der Steuerung rauskomme. Und dass ich, egal auf was ich spiele, trotzdem richtig spielen kann auch. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Ja, es war bloß so. Man könnte ja mal drüber nachdenken, so, weißt du? Und hast du Muttertag noch schön gefeiert? Ehrlich? Das ist doch schön. Ah, jetzt hat es für mich trotzdem erwischt. Fahr mit meinen Kids essen. Oh, schön. Machst du richtig. Chinesisch ist immer gut. Mit Chinesisch kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Das stimmt wohl. Wir haben immer nur auf begrenzte Zeit Sushi bei uns im Angebot beim Chinesen. Das Blöde ist viel. 13:21. So viel. Also bei uns einfach fast gar nicht, ne? Also selbst wenn es mal Sushi gibt, dann gibt es das nur so begrenzt, das ist ekelhaft ernsthaft.
Ja, das stimmt. Aber du ganz ehrlich, ich sag dir das, ich weiß sowieso manchmal gar nicht so mit Sushi was anzufangen. Gerade jetzt, wo bei mir Verdacht auf Morbus Crohn ist, darf ich hier eh fast nichts essen. Das ist wirklich anstrengend. Boah, ich werde gleich das erste Mal bewusstlos. Eieieiei. Rechtzeitig. Ey, von oben angreifen, uncool, Leute. Wirklich uncool von euch. Bruh. Kannst du endlich umfallen oder fangbereit sein oder sowas? Such's dir aus. Aber mach's wenigstens richtig. Ich rede nicht von Angriffen, du Idiot. Ich rede davon, dich fangen zu lassen. Ja, kotz mich an. Ist mir egal. Verlass deinen Schwanz bei dir. Gibt nur einen, der mir seinen Schwanz ins Gesicht hauen darf. Das bist sicher nicht du. Ah, doch noch erwischt. Verdammt mich. Verdammt, verdammt, verdammt. Aua, aua, aua. Meine Waffe ist schlecht. Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut. Gut. Tun wir noch ein Steak essen nebenbei? Ja. Eigentlich darfst du nichts essen, was dir wirklich schmeckt. Genau. Mann. Komm. Oh, verdammt, du bist ja wieder wach. Au, 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 au.
Joa. Das Ding hat mir einfach eine Kopfnuss verpasst. Verdammt, und ich habe keine Blitzbomben mehr. Das ist sehr schlecht jetzt. Das Problem ist, ich kann auch gar keine herstellen. Weil ich irgendwo nirgendwo bin. Boah, sehr schön. Meine Katze hat mich geheilt. Ernsthaft, das Fiocho oder ab? Okay, wohin? Der haut ja ganz woanders hin ab. Ich wollte das. Gott. Halt, Scheibenkleister, voll in die falsche Richtung gerannt. Oh, das passiert auch immer nur mir. So, und wenn es jetzt ganz beschissen läuft, dann darf ich während diesem Ding jetzt aufhören. Während dem Kampf. Und hier gibt's keine Pause. Special-Angriff fehlgeschlagen. Na toll. Wenn ich jetzt wüsste, wie oft die im High-Rank abhauen, bevor sie fangbar sind, wäre das echt toll. Der ist jetzt zum... Von mir ist er zum zweiten oder dritten Mal abgehauen jetzt. Vor dem anderen Monster ist er auch schon ein oder zwei Mal davon gerannt. Boah, verdammt, hätte ich gewusst, dass es da so lange dauert. Hätte ich da gar nicht. Das Viecher wieder ab, ne? Okay, egal. Es geht jetzt gerade nicht anders. So, ihr Lieben, dann... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und, ja, nicht vergessen, einfach den verlinkten Seiten folgen und dann findet ihr mich eigentlich eh überall.
Bis bald, bis morgen. Ciao.